Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Porsche. Jetzt hätte ich fast vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Aber noch dran gedacht in letzter Sekunde. Wie viel hast du gefressen? Das sieht man, wenn man E drückt. Hier geht noch. Geht alles noch? Dann packen wir den Pup mal hier rein. Ja, mal gespannt. Ach, Weizen ist fertig. Genau, nochmal Kartoffelfrucht pflanzen. Im Herbst werden wir das beides pflanzen. Ja, komm, nehmen wir nochmal Kartoffelfrucht. Ah, wir haben jetzt zwei Kästen. Dann nehmen wir eins Weizen und eins Kartoffel. So, wie sieht es hier aus? Läuft noch brav. Das ist abgeschlossen. Wie viel haben wir denn jetzt? 31. Brauchen wir ja aber auf jeden Fall noch mal 10 Stück. Können schon wieder Fell bestellen gehen. Machen wir auch mal. Wir haben gerade so einen hohen Verbrauch. Ist das in Ordnung? Ach, Hass und Tass sitzen hier drin. Aushängen. 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 Ah, ihr zwei? I want to marry her. Was? Du möchtest sie Oh, heiraten? Would you shut up? Stop thinking about that core girl! Ah, wie cool. Not like we have anything else to do. That's true. Why are we in here anyway? How do I propose to her? Oh, for crying out loud! Ja, wie witzig. Okay, der gute Hass ist verliebt in Sam. Ganz schwer verliebt in Sam, weil sie ihn niedergestoßen hat. So kann's passieren. Ja, dann holen wir uns nochmal einen Auftrag. Und schauen mal, was sonst noch so los ist. Da hat irgendjemand einen Wunsch. Solange es keine Goldkette ist, können wir den hoffentlich auch erfüllen. Was haben wir denn hier? Ein Ghetto Blaster. Könnten wir machen. Aber das gibt auch ordentlich. Komm, machen wir mal. Wir wollen doch hier vor Higgins sein. Wir müssen doch unseren Vorsprung ausbauen. Ist immer noch relativ knapp. Der Higgins ist nicht faul. Ist sonst was los? Na, Eck. Hey! There used to be so many AIs walking. Goodbye! Ghetto Blaster. Okay, 8 Bronzeplatten habe ich gerade schon gesehen.
Dann brauchen wir eine Kassettenkiste, Kupferspule, Lederhorn und Silikonchip. Dann überlegen. Kassettenkiste. Braucht 3 Eisenbarren. Dann brauchen wir für die Kupferspulen 2 Eisenbarren. Also wir brauchen insgesamt 4 Kupferspulen, 4, 8. Also nochmal 8 Eisenbarren. Kupferdraht haben wir dafür. Blaues Leder müssen wir uns nochmal organisieren und ein Kupferbarren müssen wir noch einschmelzen. 5. 5 Kupferbarren brauchen wir. Ja, und das blaue Leder gehen wir uns jetzt mal selbst organisieren. Was haben wir denn sonst noch? Kupferspule, Kassettenkiste, Leder. Silikonchip, den haben wir schon, den können wir ja schon mal einsetzen. So, erstes Teil eingesetzt. Wir brauchen auch noch einen Ghetto Blaster. Das ist gut. Hallo Mint. Hi. I'm feeling drowsy again. Das ist nicht so schlimm. Ich fühle mich heute auch schläfrig. Aber ich bin einfach. Das ist. Da darf man sich auch schläfrig fühlen. Und zwar müssen wir die Schluppis ein bisschen vertrauen. Von denen kriegen wir nämlich das blaue Leder. Da hinten warten sie schon auf uns. Sehen auch so witzig aus. Mal kurz warten, ein bisschen nachspawnen. Oh, guck mal, hier ist Floppy. Mama Floppy. Ah, hau doch ganz schön rein. Hier flexible Fasern haben wir bekommen. Ah, es gibt noch eine Ecke, wo man bekämpfen kann, quasi, wo man den Stoff herbekommt. Ja, war hier lang. Hier sind noch ganz viele. Ich will mal gucken, was gleich hier hinter noch für Tierchen hocken. Sehen wir ja, dass es da ganz viele gibt. Ich sehe nicht. Noch ein Floppy. Ja, anscheinend kann bei jeder Gruppe eins spawnen. Also ein normal Tierchen. Ich dachte immer, es gäbe nur eins pro Tag. Aber das stimmt anscheinend. So, versuchen wir mal hier lang zu kommen. Hier sind auch noch Floppies. Ach, und Pandamäuse sind hier. Okay. Ja, in der Ecke waren wir auch noch nicht so unterwegs. Da oben
auch noch ganz viele Panda-Mäuse. Sollten wir aber eigentlich genug Leder haben. Weil ich bin mir gerade nicht sicher. Mach lieber nochmal weiter. Dass wir am Ende zu wenig haben und dann war's das. Da ja aber wirklich genug Leder. Das laufe ich mal ganz schnell weg. Auch schon wieder abends. Da haben wir uns die Zeit hier ganz gut vertrieben im Wasteland. Wir haben auch voll lang nicht mehr gekocht. Ich wollte hier eigentlich mal mehr kochen. Aber man könnte so viel an einem Tag hier in Porsche machen und der Tag ist so kurz. Dadurch finde ich das nicht so schlimm, wenn man mal dann irgendwelche Sachen nicht... Nach Lust und Laune soll man halt spielen. Man kriegt ja auch keine Bestrafung, wenn man nicht kocht oder so. So, dann können wir das auch mal alles wegsortieren. So, dann. Oh, guck mal, wir warten noch mal auf einen Stoff. Dann können wir nämlich schon mal die die letzten fünf wasserdichten Stoff machen. Okay, das läuft wahrscheinlich noch die Nacht durch. Aber Kupferbarren brauchen wir. Ach, die fliegen. Muss ich nochmal wegpacken. Die packen wir mal zu Material. Hier ist voll. Auch. Okay. So, dann bauen wir doch schon mal vier Türchen. Die Einkupferbarren fehlt uns noch. Dann können wir schon die das Lederhorn bauen. Die können wir schon mal, zwei können wir ja schon mal einsetzen. Genau, und dann fehlt nur noch die Kassettenkiste und die Bronzeplatten. War sonst noch was los? Uwe möchte was und Russo möchte was, okay. Sind jetzt nicht so die wichtigen Charaktere, dass ich sage, okay, machen wir ganz schnell. So.
So, dann sollten wir jetzt die Lederhorn-Dinger bauen können. Können wir die auch schon mal anbringen? Ja, Kassettenkiste braucht noch, der Rest auch. Das heißt, wir gehen ins Bett und machen am nächsten Tag weiter. So, einmal aufstehen. Immer ernten, ist hier noch drin, geht noch. Das ist alles fertig. So, ach, das hatte ich vergessen. Machen wir jetzt noch 5 wasserdichten Stoff. Dauert ja auch nicht so lange, nur 3 Stunden, das geht ja. Kassettenkiste. Dann ist der Ghetto-Blaster fertig. Und dann können wir auch nochmal bei Carol vorbeigucken, ob unsere Kleidung fertig ist. Oder ist ein Ausrufezeichen. Und es ist Samstag, wir können Inspektionen machen. Wir haben uns gar keinen Auftrag abholen. Hello. Geschlossen. So, dann geht's mal los mit dem Sofa. Das hatte ich glaube ich auch noch nicht. Ja, das ist so eine größere Metallkiste, also Lagerkiste quasi. Können wir auch irgendwann mal anfangen zu bauen. Dann brauche ich nicht 10 Millionen Kisten. Ja. Sondern vielleicht nur 2. So, wie sieht's hier aus? Sehr schön, wir haben uns mal ein bisschen ausgebaut, ne? Ja. Okay, das haben wir gemacht. Dann wollten wir zu Carol gehen. Und dann, ach, dann ist ja noch eine Quest, die holen wir uns natürlich auch noch ab. Okay, Kleidung wurde modifiziert. Jetzt wollen wir noch natürlich das andere Kleidungsstück bestätigen. Sehr schön. Dann dauert das jetzt wahrscheinlich einen Tag. Und dann können wir uns ein bisschen sommerlicher anziehen, dann wenn der Herbst kommt. Das passt doch richtig gut. Voll das gute Timing von mir. Aber egal. Danke. Ich brauche mal wieder was Neues. Wo können wir mit Nora sprechen? Sagt sie was zu Alo? Hello. This is a hot weather. People get dehydrated easily at the church. I've talked to Minister Lee about giving the talk in a sheltered place. But that obstructs the light, he said. Goodbye. Okay, ich schätze mal, das ist eine neue Quest, was den Hafen betrifft. Oder die den Hafen betrifft. Na, Albert? We're really in a bind now. We need a new air cooling unit to replace the one that got burned. Do you think you can do it? Ja. Oh, good. I was afraid no builder would take this commission, since it's difficult. Maybe you can tie up a bunch of refrigerator relics and call it a day? I don't know.
Hopefully the research ladies can come up with something. I'm counting on you. Ich werde bestimmt keine Kühlschrankrelikte zusammenbinden, mein lieber Albert. Darling, it's nice to have you. Our win-win partnership will make us the richest in the entire alliance. Toll. Toll. Schön, dass wir eine Win-Win-Beziehung sind. Also, ich kann euch ja sagen, ich hatte in meinem ersten Spiel oder meinem ersten Spielstand, den ich dann auch durchgespielt habe, hatte ich Alo als Partner und der ist ein bisschen romantischer als Albert. Das kann ich schon mal sagen. Zum Forschungszentrum. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Ja, eine neue Frisur. Danke, danke, danke. Ich finde es so cool, dass die dann auch darauf reagieren, wenn du beim Friseur warst. Das Spiel ist echt so liebevoll gestaltet. Ich freue mich jedes Mal darüber. Das ist echt. A large air cooling unit. Isn't that a standalone relic? And you want to create one? I'm not sure how to go about that. I'll talk with the director and see if we can come up with something. Hi. Hello. Feel free to visit their. Okay, sie wird erstmal mit Merlin reden, auf Ergebnisse warten. Na, dann werden wir das wohl morgen in der Post sehen. Oder quasi erst in der nächsten Woche in der Post sehen, weil das ist ja letzte Folge für diese Woche. Dann gucken wir mal, ob der Stoff fertig ist. Der ist fertig, der auch. Ich kann eigentlich ja mal ein bisschen Sachen wegsortieren. Wo ist Stoff? Ja. Da wird jetzt gerade ja nichts eingeschmolzen. Ne? Machen wir mal Strom aus. Dann geben wir noch den wasserdichten Stoff ab. Antoine, warte. Nice work. This is your payment. Okay, 2000 Gold, ein bisschen Rufpunkte. Wir gehen jetzt einfach mal, weil wir gerade nichts anderes zu tun haben, außer auf Ergebnisse zu warten und leider keinen anderen Handelsauftrag annehmen können. Gucken wir uns doch mal an, was wir hier alles noch so kaufen können. Sommerfußboden. Mhm. Genau, und hier ist dann so Außenbereich, also Steinsäule. Man kann einen gelben Verandaschirm bauen, einen roten Verandaschirm, Elefantenbrunnen. Da wir Weinranken für dich auch cool finden. Marmor-Zaunabschnitt. 1, 2 und 3. Denn aus? Ach, das ist eine Ecke. Das ist gerade und das ist ein Ende wahrscheinlich. Marmorboden, ein Steinbrunnen, Katzenohren, Verandaschirm, Liegestuhl, eine Holzbank. Steinerne Holzbank? Auch ein interessanter Name. Ja, das ist halt für den Außenbereich so ein bisschen was. Beweglicher Schrank. Ach, wie. Mini-Karussell. Ein Eichendoppelbett. Bodenmeer. Ich würde mir gerne was kaufen. Ich gerne, glaube ich. Komm, wir kaufen mal einen gestreiften Liegestuhl.
Und mit Gelb oder Rot. Ich finde beide Farben nicht so pralle. Nehmen wir lieber Gelb. Passt besser zum Sommer. Und stellen das mal oben auf unsere Terrasse. Und mal gucken, wie es aussieht. Ich habe halt, wie gesagt, draußen noch nie so ein bisschen, also Housing betrieben. Ich habe das nur immer im Haus gemacht. Und jetzt werden wir das einfach mal mit draußen ausprobieren. Na, Emily? Stellen wir mal hier hin. Wir wollen ja schon auf unseren Hof gucken, ne? Oder nach da hinten raus, das können wir auch machen. Wir da draußen gucken und sitzen im Schatten. Schön! Sieht natürlich jetzt ein bisschen mager aus, aber ich denke, vielleicht gestalte ich irgendwann noch mal ein bisschen den Draußenbereich, aber dafür möchte ich halt das Grundstück ein bisschen erweitern. Das war ja jetzt bei 144.000 Golds, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Das heißt, wir müssen noch ganz viel Geld verdienen. Können wir uns dann noch was Schönes bauen? Gehen wir mal hier hin. Wir können überlegen, ob wir noch einen zweiten Allesschneider und Allesschleifer bauen. Aber sonst fällt mir auch nicht wirklich was ein. Eine Recyclingmaschine, das könnten wir vielleicht nochmal überlegen. Das machen wir mal. Wir bauen mal eine Recyclingmaschine. Also, wir brauchen. Er hatte ein Lehm, 10 Stück Stahlplatten und 4 industrielle Motoren. Erhärtete Lehm. Was fehlt uns da? Harz? Wahrscheinlich, ne? Ja. Und die Motoren. Du 11 Stunden. Dauert alles. Dann würde ich sagen, ich beende hier an der Stelle die Folge, werde wahrscheinlich wieder ein bisschen Ressourcen farmen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und haben dann hoffentlich Ergebnisse. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.